Schlag gerne das Wort Gottes mit mir auf zum Lukas-Evangelium. Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Und wir sind angelangt in Lukas Kapitel 17. Lukas Kapitel 17, die Verse 1 bis 6. Dies sind Worte des Herrn Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass keine Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch den sie kommen. Es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er eines dieser Kleinen zu Fall brächte. Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, wurzel dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Amen. Lasst uns beten. O Herr Jesus Christus, du heiliger und herrlicher König und mächtiger Erlöser, in dir und in dir allein sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und so kommen wir erneut zu dir und bitten dich, sei unser Lehrer, sei uns gnädig und erweise uns in deinen Wegen. Herr, lehre uns, so zu leben, wie es dich erfreut und dich verherrlicht, denn das, so Herr, ist unser Wunsch. Und so erbarme dich über uns und segne uns durch dein heiliges Wort. Herr Jesus, wir bitten es in deinem Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, wie der Herr Jesus Christus die Pharisäer eindringlich warnte. Er warnte sie vor einem bösen Erwachen nach ihrem Tod. Dass die Gefahr besteht, in den Hades, also in das Totenreich, in den Ort der Qualen, sozusagen die Vorform der Hölle zu gehen. Christus warnte sie davor. Sie sollen sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Denn es mag ihnen heute gut gehen, und ja, sie waren sehr geldliebend, also sie mögen Wohlstand und Wohlbefinden, also Gesundheit haben. Es mag ihnen gut gehen, alle Tage ihres Lebens. Aber wenn sie nicht Buße tun, wenn sie nicht in Wahrheit glauben an das Gesetz und die Propheten und an den Sohn Gottes, wenn sie nicht umkehren von ihren bösen Werken, dann werden sie in alle Ewigkeit umkommen und ausgeschlossen werden, aus dem Reich Gottes verbannt werden an einen Ort ewiger Qualen. Hast du weiter nachgedacht über diese Worte? Hast du sie bewegt? Und hast du bedacht, was für eine schreckliche Wahrheit es ist? Hast du wirklich ernsthaft geprüft, wie es um den Zustand deiner eigenen Seele steht? Lasst uns diese Worte Jesu Christi nicht auf die leichte Schulter nehmen. Lasst uns ernsthaft prüfen, ob wir Mose und den Propheten und Christus glauben und wahre Buße tun, damit wir wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Selbst dann, wenn unsere Umstände hier auf Erden sehr schlecht aussehen mögen, selbst wenn wir arm sind und wenn wir krank sind und wenn wir elend sind, dass wir wissen, wohin wir gehen. Nun, nachdem Christus im Kapitel 16 zu den Pharisäern sprach, wendet er sich nun wieder seinen Jüngern zu und er belehrt sie. Und heute Morgen wollen wir auf drei praktische Anweisungen des Herrn Jesus Christus hören. Nämlich erstens, verleite nicht zur Sünde. Zweitens, vergib Sünde. Und drittens, vertraue bei all dem nicht auf dich, sondern auf die wundersame Kraft Gottes, die er dir verleiht.
Also erstens, verleite niemanden zur Sünde, ab Vers 1. Er sprach aber zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass keine Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch den sie kommen. Es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er uns mehr geworfen würde, als dass er eines dieser Kleinen zu Fall brächte. Habt Acht auf euch selbst. Christus lehrt seine Jünger, wie die Dinge wirklich aussehen. Er beschönigt nichts, er sagt ihnen, wie es in Wahrheit ist. Es ist unmöglich, dass keine Anstöße zur Sünde kommen. Gemäß dem unveränderlichen, ewigen Ratschluss Gottes wachsen wir, die Kinder Gottes, gerade gemeinsam auf mit dem Bösen, mit den Ungläubigen. Es ist daher unmöglich, nicht mit Sünde konfrontiert zu werden. Wir leben in einer gottlosen, abgefallenen, sündigen Welt, voller gottloser, abgefallener, sündiger Menschen. Von daher ist es unmöglich, dass es keine Anstöße gibt. Gemeint sind Anstöße zur Sünde. Also, dass du jemandem Anlass gibst, Gottes Gebote zu übertreten. Also, dass man jemanden verleitet, verführt, dazu bewegt, zu sündigen. Jemanden Anstoß zu geben, bedeutet, jemanden zu Fall zu bringen, sodass er stolpert, sodass er sich grob versündigt und fällt in Sünde, verführt wird zum Abfall von Gott. Und es ist unmöglich, dass solche Anstöße nicht kommen. Dann müssten wir ja die Welt verlassen. Aber wer ist derjenige, der solche Anstöße zur Sünde gibt? Nun, wir wissen, wer hinter all den Verleitungen und Verführungen zur Sünde steht. Das ist der Satan. Er hat die Menschen ja am Anfang im Garten Eden zu Fall gebracht. Christus begegnete ihm in der Wüste, den großen Versucher zur Sünde. Paulus spricht mehrfach davon, dass der Satan seine Fallstricke auslegt, die Listen des Teufels. Er will uns zum Fall, zum Abfall bringen. Aber der Satan, er bedient sich Werkzeuge. Er bedient sich der Menschen. Es ist unmöglich, dass keine Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch den sie kommen. Satan bedient sich der Menschen. Und wer sind diese? Nun denkt daran, dass es keine Kapiteleinteilungen ursprünglich im Original gibt. Christus sprach ja gerade über die Pharisäer. Durch den Kontext können wir darauf schließen, dass Christus hier eventuell vor allem wieder vor den Pharisäern warnt. Denn immer und immer wieder wird es im Lukas-Evangelium erwähnt, wie sie durch ihr Verhalten, durch ihre Ablehnung von Christus im Grunde Menschen dazu verleiten, dass sie nicht umkehren und nicht Buße tun. Sie sind Heuchler. Sie bringen Menschen dazu, in Sünde zu leben. Heißt es nicht in Lukas 12, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor ihrer Heuchelei. Sie sind blinde Blindenführer. Oder Lukas Kapitel 11, Vers 52 über die Gesetzesgelehrten. Ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, also in das ewige Leben, in das Reich Gottes. Und die, die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Sie gaben Anstoß dadurch, dass sie nicht zu Johannes dem Täufer kamen, um sich taufen zu lassen und Buße zu tun. Sie gaben Anstoß dadurch, dass sie nicht zu Christus kamen, um seine Jünger zu werden. Sie haben große Schuld auf sich geladen, nicht nur dadurch, dass sie selbst in die ewige Verdammnis gehen, sondern dass sie Menschen dazu den Anstoß geben, ebenso zu tun. Wie viel Anstoß zur Sünde haben sie sogar dadurch gegeben, dass sie die Menschen dazu aufgehetzt haben, Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu kreuzigen. Eigentlich sollte das bei Bibellehrern anders sein. Wir lesen das in Daniel Kapitel 12, da geht es um die Auferstehung aus den Toten. Und da heißt es doch in Daniel Kapitel 12, Vers 3, und die Verständigen, sie werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben. Sie werden leuchten wie die Sterne immer und ewig. Das ist, was Pastoren, Bibellehrer, ja alle Christen tun sollten, die vielen Menschen zur Gerechtigkeit zu weisen.
Das heißt, zur Gerechtigkeit durch den Glauben an den gerechten Jesus Christus, der gesühnt hat für unsere Schuld, auf dass man durch den Glauben an ihn gerecht wird vor Gott. Und dass man sie leitet und führt zur Gerechtigkeit im Sinne eines gerechten Lebens, nach den heiligen Geboten Gottes, geheiligt vor ihm zu wandeln. Menschen, die so etwas tun, die vielen zur Gerechtigkeit leiten, sie werden leuchten im Reich Gottes für immer und ewig. Aber was ist mit denen, die durch ihre Lehre und durch ihr schlechtes Vorbild Menschen angeleitet haben zur Sünde, zur Ungerechtigkeit, zur Heuchelei und so weiter? Es ist unmöglich, dass keine Anstöße zur Sünde kommen, wehe aber dem, durch den sie kommen. Es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er eines dieser Kleinen zu Fall brächte. Gemeint ist so ein großer Mühlstein, den ein Mann nicht alleine tragen kann, wo man ein Esel sich im Kreis bewegen lässt, um diesen Mühlstein zu bewegen, weil er so massiv ist, so schwer, so gewichtig. Und inmitten dieses Mühlsteins ist ein Loch. Und nun stell dir vor, man steckt den Hals eines Menschen durch dieses Loch von diesem Mühlstein. Man hängt es ihm um den Hals und wirft ihn ins Meer. Das ist ein schrecklicher Tod durch Ertrinken. Dieses gewaltige Gewicht, dieser große Mühlstein, er reißt dich runter in die tiefsten Tiefe des Meeres bis zum Meeresboden, wo kein Licht mehr hindurchdringt. Und ganz gleich, wie du strampelst und wie du kämpfst, wie du dich dagegen sträubst, du wirst dich nicht befreien können, du gehst unter für immer und ewig. Christus lehrt die Jünger, so elendig zu ersaufen, ist besser als das, was jene erwartet, die den Geringsten Gottes zu Fall bringen. Die Geringsten, könnte auch sagen die Kleinsten. Es ist besonders schlimm, wenn man solchen Anlass zur Sünde gibt, die noch jung sind, die gering sind und schwach und unreif, neu im Glauben, nicht gefestigt und noch nicht diese Weisheit und Standfestigkeit erlangt haben, die eigentlich ein gutes Vorbild brauchen, die eigentlich wahrhaftige Worte Gottes brauchen und Hilfe und Fürsorge und geleitet werden müssen in alle Gerechtigkeit. Oh, wie wird Gott strafen, wenn man einen solchen, auch nur den Geringsten, verleitet zur Sünde? Christus wählt doch diesen drastischen, heftigen Vergleich mit dem Mühlstein um den Hals, damit wir erkennen, wie ernst die Lage ist. Damit wir ja nicht spaßen. Überleg dir einmal, wie grausam dieser Tod ist. Es ist besser, das zu erleben, als nur auch einen der Geringsten. Du denkst, der zählt vielleicht gar nichts, dieser Kleine da. Auch nur den Geringsten einen Anstoß zur Sünde zu geben. Das Gericht Gottes wird größer und gewaltsamer und grauenvoller sein als dieser schreckliche Tod durch Ertrinken, den Christus hier uns vor Augen malt. Aber auch wenn der Kontext jetzt nahelegt, dass es hier eventuell insbesondere um die Pharisäer geht, über die das Gericht Gottes kommen wird, so sind sie es ja nicht allein, die Anstoß zur Sünde geben. In Matthäus 18, in der Parallelstelle, lesen wir, Kapitel 18, Vers 7, wehe der Welt der Anstöße zur Sünde wegen. Denn es ist notwendig, dass Anstöße zur Sünde kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Also die ganze Welt, unzählige Menschen, von ihnen allen geht Verführung zur Sünde aus. Deshalb lesen wir in Offenbarung Kapitel 18, Vers 21, und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Denn überall auf der ganzen Welt ist so viel Verführung und so viel Anleitung zu Gottlosigkeit. Ob es falsche Religion ist, Verführung, oder fleischliche Begierde, Verführung, so viele Anreize, Gott untreu zu werden. Jeder Mann, der jemand anderes angeleitet hat, Böses zu tun. Jede Frau, die einen Gläubigen, und sei er nur der geringste von allen im Reich Gottes, zu Fall gebracht hat durch ihre Reize, sie wird auf grausamste Weise umkommen.
Die Männer, die vielleicht verleitet werden, manchmal dazu, sich im Internet irgendwelche schönen Frauen anzugucken. Stellt sie euch vor, mit einem Mühlstein um ihren Hals. Wie sie geworfen wird in die ewige Verdammnis. Das ist, was sie erwartet. Weil sie auch nur den Geringsten verleitet hat zur Sünde. Wie viele Eltern und Erzieher und Lehrer die Kinder erzogen haben, in gottlosen Wegen zu wandeln. Sie werden alle und allesamt umkommen. Auf grausamste und schrecklichste Weise in alle Ewigkeit. Und sie werden nicht einfach in ein Meer geworfen. Sie werden geworfen werden in den Feuersee, wo sie für immer und in alle Ewigkeit versenkt werden. Wo sie niemals mehr auftauchen können. Wo es wäre ihnen nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er eines dieser Kleinen zu Fall brächte. Und nun sagt Christus, habt Acht auf euch selbst. Nun, diese Aussage, habt Acht auf euch selbst, kann zu dem vorherigen Gesagten passen, aber auch zu dem, was nun folgt. Ihr steht einfach in der Mitte, denn beides ist wahr. Du musst dich in Acht nehmen, dass du nicht Anstoß gibst und dass du nicht Anstoß nimmst und dann auch, dass du dich in Acht nehmen musst und auf dich achten musst, dass du vergibst, was nun gleich folgt. Hütet euch davor, nicht zu sein wie Menschen, die Anstoß geben. Natürlich wird es nicht ohne Sünde vonstatten gehen, aber wehe denen, der Menschen dazu Anlass gibt, gegen Gott zu sündigen. Und das kann, ihr Lieben, auch alles Mögliche sein bei uns. Vielleicht bist du jemand, der einfach dazu neigt, andere zu provozieren, sie bewusst zu verärgern, dass sie sündigen. Vielleicht bist du jemand, der andere dazu verleitet, zu lästern, böse Dinge zu verbreiten. Vielleicht bist du jemand, der einfach durch sein schlechtes Vorbild vielleicht seiner Familie beibringt, was es heißt, ein Heuchler zu sein. Vielleicht bist du jemand, der andere durch sein Prahlen und sein Angeben dazu verleitet, zu neiden. Vielleicht bist du jemand, der eigentlich sich hüten sollte davor, groß Rat zu geben, weil er selber noch so unweise ist. Und du spielst dich auf als Lehrer anderer und gibst ihnen Ratschlag und sie gehen in die Irre. Jeder Mensch ist natürlich für sich selbst verantwortlich, aber wehe dem, der anderen Grund gibt, zu sündigen. Sei gewarnt, gib keinen Anstoß, verleite nicht zur Sünde, nimm dich in Acht, hüte dich um dein Leben, denn wehe denen, die anderen Anstoß zur Sünde geben. Aber das Zweite ist ebenso wichtig, nämlich, dass sie bereit sein sollen, Sünde zu vergeben. Ihr Lieben, das, was ich gerade gesagt habe, dass wir auf uns Acht geben sollen, dass wir keinen Anstoß zur Sünde geben, das gilt insbesondere den Predigern. Das heißt in Apostelgeschichte 20, Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. 1. Timotheus 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und allen wird dieses Wehe ausgesprochen in Römer 14, Vers 13. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder keinen Fallstrick zu bieten. Wo in deinem Leben bietest du anderen einen Fallstrick? Wo förderst du Sünde bei anderen? Und insbesondere die Eltern unter uns müssen sich das fragen. Das ist die erste praktische Anwendung, uns zu hüten davor, anderen Anstoß zu geben. Und wir müssen uns davor hüten, auch selber Anstoß zu nehmen. Aber, ich habe es auch schon kurz angesprochen, was ist jetzt, wenn da andere sind, die gegen uns sündigen? Und das, ihr Lieben, der zweite Punkt, ist nun genauso wichtig. Zweitens, vergib denen, die gegen dich sündigen. Vers 3, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue, du sollst ihm vergeben. Auch hier ist Christus realistisch. Es ist unmöglich, dass es keine Anstöße zur Sünde gibt, aber es ist auch unmöglich, dass wir Christen zusammenleben und niemals aneinander sündigen.
Es gibt keine perfekte Gemeinschaft, es gibt keine vollkommene Gemeinde, es gibt keine vollkommenen Christen, die niemals etwas falsch machen. Wir sündigen aneinander, es passiert. Nun, und wenn dein Bruder sündigt, sagt Christus, so weise ihn zurecht. Das heißt, überführe ihn, zeig ihm auf, wo er sündigt, korrigiere ihn. Wie es heißt in 3. Mose, Kapitel 19, Vers 17, du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen, du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Wir machen uns schuldig, wenn wir einander nicht zurechtweisen. Wenn dein Bruder dir Unrecht tut, dich kränkt, dich beleidigt, hüte dich davor, dass du nicht in Zorn gerätst und einfach unbedacht redest und vielleicht unbedacht Rache forderst, sondern geh hin, zeig ihm seinen Fehler auf, zeig ihm, wo er nicht gerecht und gut an dir gehandelt hat. Vielleicht hast du ihn sogar missverstanden und am Ende musst du dich entschuldigen dafür, dass du das falsch gedeutet hast. Aber wenn nicht, also wenn er wirklich gesündigt hat, zeige es ihm auf. Ihr Lieben, wir haben diese Verantwortung und es hat etwas mit wahrer Liebe und wahrem Mitgefühl zu tun. Wenn Sünde geschieht, dann sollen wir diese Schuld aufzeigen. Wir müssen Menschen zurechtbringen. Es heißt in Galater Kapitel 6, Abvers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ihr Lieben, wir Christen leben nicht in Isolation. Also wir brauchen einander, um uns auch zurechtzubringen. Und das ist solch ein entscheidender und wichtiger Teil der Gemeinschaft der Heiligen. Und wer das nicht versteht und vielleicht auch zu uns kommt, wird große Schwierigkeit haben, sich hier einzufinden. Weil in der Gemeinde Jesu wird man zurechtgewiesen. Natürlich soll es in Liebe geschehen, im Geist der Sanftmut. Aber es muss geschehen. Und das wollen viele nicht. Weil wenn man so für sich lebt und vielleicht ohne Gemeinde oder mit einer Gemeinde, die das nicht tut, dann kommt man sich so geistlich vor und plötzlich ist man mit anderen, die das vielleicht praktizieren, was die Bibel hier fordert, da kommt man ihnen nah, dann sehen die Dinge in dem Leben, Dinge, die gewaltig schief laufen und dann sprechen die das auch noch an. Und das ist unangenehm. Und das will man nicht. Nun, lasst uns doch alle uns diese Worte aus Sprüche 15 ganz genau einprägen. Diese Worte. Sprüche 15, Abvers 31. Hört mal. Ein Ohr, das auf heilsame Mahnung, also Zurechtweisung hört, wird inmitten der Weisen bleiben. Ein Ohr, das auf Mahnungen, auf heilsame Mahnungen, auf Zurechtweisungen hört, wird bleiben unter den Weisen. Das heißt unter den Gerechten, unter den Gottesfürchtigen in der Gemeinde. Wer hört darauf? Wer Zucht aber fahren lässt, verachtet sich selbst. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Die Furcht des Herrn ist Zucht zur Weisheit und der Ehre geht Demut voran. Demut. Also sind wir demütig, dass wir Zucht und Ermahnung und Korrektur annehmen, sodass wir dann wachsen in Weisheit und bleiben unter den Weisen, weil wir selbst dazu gehören, inmitten der Gemeinde. Komme niemals an den Punkt, wo du zurechtgewiesen wirst, in Liebe, in der Sanftmut, in der Ermahnung, in der Zucht des Herrn, unterwiesen wirst und ermahnt und korrigiert wirst. Komme niemals an den Punkt, wo du das nicht hören willst und wo du dich davon abwendest. Es wird dazu führen, dass du die Gemeinschaft der Heiligen verlassen musst. Wenn du jemanden zurechtweisen musst, wenn du es bist, der das tun musst, so verstehe, dass das etwas mit brüderlicher Liebe zu tun hat. Und wenn du das tust und diese Person, dein Bruder, ist bereut und er kehrt um von seinem Verhalten und tut Buße, wie oft sollst du ihm dann verzeihen? Wie oft sollst du ihm vergeben? Vers 4. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. 7-mal am Tag, also die Zahl der Vollkommenheit. Das heißt immer wieder, wenn es ihm wirklich leid tut und er wirklich umkehrt und um Vergebung bittet.
Und du sagst vielleicht, das kann ich doch gar nicht. Nun, ist das nicht das, was du Tag für Tag siebenmal öfter erlebst selber durch die Gnade des Herrn? Ist es nicht, was der Herr dir schenkt Tag für Tag? Sag, wie oft versündigst du dich am Tag an dem Herrn? Und wie oft bittest du um Vergebung? Und jedes Mal glaubst du, dass Gott dir immer weiter vergibt? Ja, glaubst du das? Warum glaubst du es nicht für deinen Bruder, für deine Schwester? Vergibt der Herr dir nicht gerne, bereitwillig? Willst auch du es nicht tun? Aber Achtung, lasst uns jetzt hier diese Worte Christi nicht verdrehen, wie einige es zu tun pflegen, die meinen, ach, man könnte ja, was ich was, jede Woche Ehe brechen und dann komme ich zur Gemeinde und sage einfach, es tut mir leid und dann ist schon alles in Ordnung, solange du einfach sagst, dass es dir leid tut. Denn was sagt Christus hier? Wenn er bereut, so vergib ihn. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Also da muss wahre Reue sein und wahre Umkehr. Er muss umkehren vor seinen Wegen. Aber schau, es heißt hier auch, zu dir umkehrt. Also hier geht es um deinen Umgang mit den Brüdern, der gegen dich sündigt und wo du ihm vergeben musst. Es geht hier vor allem um das Zwischenmenschliche. Wo sündigt dein Bruder an dir? Wo muss er umkehren? Und wo musst du ihm Vergebung zusprechen? Und achte darauf, dass es hier heißt, du sollst vergeben. Ihr Lieben, es ist ein klares Gebot. Es ist nicht, du kannst. Du sollst, du musst ihm vergeben. Was heißt zu vergeben? Lass uns mal hören auf den Bibelkommentator John Gill. Er sagt, vergib ihm die Kränkung und bete für ihn, dass Gott ihm seine verzeihende Gnade und Barmherzigkeit angedeihen lässt und tröste ihn mit der Hoffnung auf Vergebung bei Gott durch die gnädigen Verheißungen und Vergebungserklärungen, die solchen Menschen gegeben werden. Lass allen Groll und Zorn fallen und verhalte dich ihm gegenüber mit aller Güte und Freundlichkeit und Achtung. Und das soll sofort geschehen, sobald der Mensch bereut. Also, sprich Vergebung zu und bete für ihn, tröste ihn, behandle ihn gemäß wahrer Versöhnung, sei nicht nachtragend, nicht rachsüchtig. Bitte für ihn stellvertretend, dass der Herr ihm seine Gnade zuteil werden lassen möge. Und behandle ihn dann nicht unfreundlich und kühl und distanziert, sondern wenn er wirklich bereut, vergib ihn, das heißt, vergiss diese Verletzungen, denke nicht mehr daran, beschuldige ihn nicht länger, sondern nimm ihn an in wahre Freundschaft und Gemeinschaft. Die Frage ist, tun wir das? Tust du das, dass du Christus gehorsam bist und wirklich vergibst? Der Prediger J.C. Ryle sagt, dass es häufig nicht bei denen zu finden ist, die sich Christen nennen. Er sagt, Zitat, die Lehre, die unser Herr an dieser Stelle darlegt, ist zutiefst demütigend. Sie zeigt sehr deutlich auf, welch großer Gegensatz besteht zwischen den Wegen der Welt und dem Evangelium von Christus. Wer weiß nämlich nicht, dass Stolz und Arroganz, die Bereitschaft, Anstoß zu nehmen und die unerbitterliche Entschlossenheit, niemals zu vergessen und niemals zu vergeben, auch unter getauften Männern und Frauen weit verbreitet sind. Tausende gehen zum Tisch des Herrn und bekennen sogar das Evangelium zu lieben, die aber beim geringsten Anschein von etwas, das sie als anstößiges Verhalten bezeichnen, sofort aufbrausen und aus den geringsten Kleinigkeiten einen Streit machen. Tausende sind ständig im Streit mit allen um sie herum und beschweren sich immer darüber, wie schlecht sich andere Leute benehmen und vergessen immer, dass ihre eigene streitsüchtige Gesinnung der Funke ist, der die Flamme verursacht. Eine allgemeine Bemerkung gilt für alle diese Menschen. Sie machen ihr eigenes Leben unglücklich und zeigen, dass sie für das Reich Gottes ungeeignet sind. Ein unversöhnlicher und streitsüchtiger Geist ist das sicherste Zeichen eines nicht wiedergeborenen Herzens. Was sagt die Heilige Schrift in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 3? Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt ihr nach Menschenweise. Bist du ein wahrer Jünger Jesu, dann willst du Jesus gehorchen. Du betest mit dem Vater unser, vergib uns unsere Sünden,
denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Im Matthäusevangelium formuliert der Herr Jesus Christus das noch stärker. Es heißt da in Matthäus Kapitel 18, ab Vers 21, da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Und dann kommt das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, dem so viel Schuld erlassen wurde, der aber selbst nicht Schuld vergeben kann. Und da heißt es dann: Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Jetzt hör einmal. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Denk daran, was der Herr dir getan hat, wie er dir verzeiht Tag für Tag. Solltest du da nicht schnell sein, zu vergeben und dich zu versöhnen mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Epheser 4, Vers 32. Seid aber nun zueinander gütig und mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Sag, musst du dich heute versöhnen? Befindest du dich gerade im Streit? In einer Auseinandersetzung? Kläre das. So Vergebung und Versöhnung. Trage es nicht mit dir rum. Lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Ihr Lieben, wenn wir das jetzt alles gehört haben. Also ich muss mich in Acht nehmen. Ich darf niemanden dazu verleiten, dass er sündigt, denn mein Gericht wird groß sein, wenn ich es auch nur an den Allergeringsten tue. Und Anstöße werden kommen. Das heißt, ich muss mich auch selbst davor hüten, Anstoß zu nehmen und nicht abzufallen vor Gott. Und dann werde ich es erleben, dass man auch gegen mich sündigt. Sogar meine geliebten Brüder und Schwestern werden gegen mich sündigen. Und dann soll ich immer bereit sein zu vergeben, wenn sie wirklich umkehren zu mir und um Verzeihung bitten. Wenn wir jetzt all das gehört haben, was Christus uns sagt, was ist wohl die Reaktion darauf? Wir sagen: Herr, ich kann das nicht. Das ist viel zu schwer. Wer kann das erfüllen? Ich genüge dir nicht. Ich habe keine Kraft in mir selbst. Ich bin selbst so schwach und so ungeistlich und so fleischlich, so ungläubig, so oftmals. Kein Wunder, dass die Jünger sogleich flehen für mehr Glauben. Und das ist unser dritter und letzter Punkt. Vertraue bei all dem, was Christus dich lehrt, nicht auf dich selbst, sondern auf die wundersame Kraft Gottes. Vers 5. Und die Apostel sprachen zum Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Ihr Lieben, diese Bitte hier wird von den Aposteln gestellt, also nicht von irgendwem. Nein, die, von denen wir sagen, die haben doch am meisten Glauben. Sie flehen: Herr, mehre uns den Glauben. Herr, schenke uns doch mehr Vertrauen auf Gott, mehr Verlassen auf dein Wort. Denn wir sind schwach und wir sind in uns selbst so ungläubig und misstrauisch und zweifelnd. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Mehre uns den Glauben. Nur Gott kann uns solch einen Glauben verleihen, dass wir ein heiliges Leben führen und keinen Anstoß geben, dass wir selbst nicht abfallen und dass wir denen vergeben können, die an uns sündigen. Und achte darauf, die Apostel, die wissen etwas sehr Wichtiges, was viele anscheinend noch nicht gelernt haben. Sie wissen, von wem Glauben kommt. Sie wissen, dass Glaube ein Geschenk ist. Denn manche denken, ja, der Glaube, das ist etwas, was ich so selbst aus mir heraus produziere. Schau, was die Apostel beten. Sie beten wörtlich: Gib uns mehr Glaube. Also füg Glaube hinzu. Etwas, was auch der Apostel Paulus lehrt. Denn in Römer 12, Vers 3, da heißt es: Gott hat einen jeden das Maß des Glaubens zugeteilt. Die Apostel haben das verstanden: Gib uns mehr Glaube. Doch statt ihnen mehr Glauben zu schenken, sagt Jesus was? Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn,
so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Du hast Glauben, ja? Du sagst zu wenig. Dein Glaube ist winzig klein. Wenn er nur so groß wäre wie ein Senfkorn, also mikroskopisch klein. Bedenke, es geht nicht einfach um einen großen Glauben. Es geht um Glauben an einen großen Gott. Und das ist, was entscheidend ist. Wenn du Gott vertraust, wenn auch nur schwach, kannst du Gewaltiges erleben, weil es nämlich nicht um deinen gewaltigen Glauben geht, sondern um deinen gewaltigen Gott, der gewaltige Dinge tut. So würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurze dich und pflanze dich ins Meer, er würde euch gehorchen. So ein Maulbeerfeigenbaum gilt als unmöglich zu verrücken. Der kann ein halbes Jahrtausend alt werden. Sein Wurzelsystem bohrt sich tief in die Erde und breitet sich aus. So ein Baum gilt als unverrückbar. So einen Baum versetzt man nicht einfach. Aber im Glauben würde man sprechen, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Achte darauf, der Baum tut dir alles. Also der Baum entwurzelt sich selbst, der Baum pflanzt sich selbst, sondern auch noch wohin? Ins Meer, wo ein Baum nicht leben kann. Also klar ist, Christus geht es hier um ein Ding der vollkommenen Unmöglichkeit. Ein Baum gehorcht nicht, er entwurzelt sich nicht, er läuft nicht selbst den Weg zum Meer und pflanzt sich dann ins Meer. Das geht gegen alles, was möglich ist. Es geht gegen alles, was der Natur des Baumes entspricht. Mit anderen Worten, hast du auch nur ein bisschen Glauben an Gott, ein bisschen Vertrauen, könntest du das Unmögliche sehen, dass sich Dinge bewegen und tun, die eigentlich absolut nicht gehen. Also wenn Gott dir befiehlt, Unmögliches zu tun, wie 7-mal am Tag zu vergeben, und es scheint unmöglich, weil sich vielleicht auch ein Wurzeln der Bitterkeit und der Unversöhnlichkeit tief in dein Herz gegraben haben, so sprich, ich kann es tun. Und ich werde es tun, im Glauben an meinen gewaltigen Gott. Matthew Henry sagt, der Glaube an die verzeihende Barmherzigkeit Gottes wird uns befähigen, die größten Schwierigkeiten zu überwinden, die der Vergebung unseres Bruders im Wege stehen. Im Glauben tue ich, was der Herr sagt. Und die kleinste Menge von Glauben reicht aus. Denn kein Ding wird dir unmöglich sein, von dem zu tun, was Gott dir befohlen hat. Wenn du doch nur glaubst. In der Parallelstelle in Matthäus Kapitel 17, da geht es darum, dass die Jünger einen Dämon nicht austreiben konnten. Und ja, menschlich gesehen ist es unmöglich, so ein mächtiges Geistwesen zu verrücken und zu sagen, geh hinaus. Und sie fragen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sagt, Matthäus Kapitel 17, Vers 20, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Hast du das gehört? Nichts wird euch unmöglich sein. Unmögliches, Bäume, Berge versetzen, das geht nicht. Doch wenn du Gott glaubst, wird dir nichts unmöglich sein und zwar von den Dingen, die Gott dir befohlen hat zu tun. Er wird mit dir sein, mit seiner Macht. Unmögliches ist denen möglich, die glauben an den allmächtigen Gott. Dinge, die auch deiner gefallenen, sündigen Natur vollkommen widersprechen. Und du sagst, ich kann das gar nicht. Gott ist mit dir. Glaube, mit echtem Glauben. Und mag er noch so schwach sein, kleinster Glaube, insofern er echt ist, wird Großes bewirkt. Weil Glaube, Vertrauen auf einen großen und gewaltigen Gott ist. Hast du diesen Glauben heute Morgen? Wenigstens so groß wie ein Senfkorn. Dann sieh, das, was Gott von dir fordert, du kannst es tun. Und wenn es noch so groß und noch so schwierig erscheint, kein Ding wird dir unmöglich sein, weil du einen allmächtigen Gott hast, der dich stärkt und der mit dir ist. Im Glauben. Nichts soll für uns zu schwer sein, was zu seiner Ehre dient und was er befohlen hat. So auch, ihr Lieben, und damit will ich schließen, wenn wir die Größe unserer Sünde jetzt sehen,
Denn wie oft haben wir jetzt in all dem versagt, was der Herr uns lehrt? Also wie oft haben wir anderen Anlass zur Sünde gegeben? Wir müssten mit unserer Schuldenlast ewig untergehen. Wie oft haben wir nicht vergeben und tragen nach? Wie oft haben wir nicht im Glauben das Unmögliche getan, sondern haben uns entschuldigt und haben gesagt, das geht halt nicht, ich kann das halt nicht, ich bin halt so. Nun, lasst uns schauen auf den, der kam, um den Mühlstein unserer Sünde zu tragen, der für uns kam, um die Last unserer Schuld auf sich zu nehmen, den, der kam, um für uns zu sterben, auf dass wir immer und immer und immer wieder Vergebung erhalten. Christus, der Gekreuzigte. Micha Kapitel 7. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst nicht uns in die Tiefen des Meeres werfen, du wirst unsere Schuld in die Tiefe des Meeres werfen. Gott selbst, der Sohn Gottes, er kommt, um selbst all unsere Sündenlast zu tragen und an unserer Stelle zu sterben. Was hat er da an uns getan? Was für eine Gnade. So lasst uns voller Freude das Herrenmahl feiern, indem wir tatsächlich einander uns alle Sünden vergeben und gemeinsam kommen, versöhnt miteinander kommen und ihn bitten, dass er uns vergeben möge und ihn preisen möge, dass er uns annimmt in seiner Liebe, weil er sein Leben gegeben hat für uns. Gepriesen sei unser Retter und mächtiger Erlöser in alle Ewigkeit. Amen.